Herzlich willkommen zurück hier, liebe Trucker-Freunde, liebe Let's Play-Freunde, zur Euro Truck Simulator 2. In der letzten Folge sind wir bis nach Dortmund gekommen, das weiß ich noch so gut, weil ich die gerade erst aufgenommen habe. Und jetzt schauen wir mal, was hier noch für... Achso, halt mal, wir müssen erstmal irgendwie gucken, dass wir da... Steigen wir erstmal hier in den Truck, fahren... Und zwar möchte ich jetzt ganz gerne mal schauen. Warte mal, ich mache mal die Musik ein bisschen leiser. Die ist gerade ein bisschen laut geworden. So. Wir könnten auch mal andere Musik machen. Komm, das ist so ein bisschen so Einschlafmusik. Na. Was haben wir denn da? Skyrock. Das ist gar nicht schlecht. Das ist zwar ein französischer Sender. Aber die bringen ganz gute Musik, aber die labern auch ziemlich viel und das ist so ein bisschen... Wer jetzt nicht wirklich viel... wirklich Französisch kann, für den ist das halt auch ein bisschen blöd, ein bisschen kann ich ja. Aber, ne, dann nehmen wir einen anderen, komm. Was haben wir denn da? Niederlande, Niederlande, Russen... Wir haben doch auch Deutsche, oder? Können wir aktualisieren mal. Es gibt doch normalerweise auch Deutsche. Antenne Niedersachsen. Ja, komm, dann nehmen wir das. Okay, pass auf. Ich wollte jetzt gerade mal schnell schauen. Ach, komm schon. Jedes Mal dasselbe. Nächste Pause in 6 Stunden. Dann sollten wir die vielleicht doch noch machen. Weil wir wissen jetzt nicht, wie lange der nächste Auftrag dauern wird. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal Dortmund rein. Legen uns dann irgendwie auf die Mütze. Das ist jetzt aber ein bisschen zu leise. Was die da rumträllern. So. Ist auch schon überall das Lied, aber irgendwie nicht. Ich finde das immer noch nicht schlecht. Habe mich da noch nicht satt davon gehört. Ist ja übrigens auch so irgendwie. Es gibt so wirklich wahnsinnig geniale Lieder. So, und das Problem ist aber, wenn die wirklich hoch und runter laufen im Radio, dann kann man die Sachen irgendwann nicht mehr hören. Das war zum Beispiel bei mir. Das ist ein richtig gutes Beispiel dafür. Ich fand von Aura Dione. Ja, mir fällt der Titel jetzt gerade nicht mehr ein. Ah, Geronimo. Ja, das fand ich ein absolut geniales Lied. Bis es dann eben auch in die Charts kam und so weiter und so fort. Und dann war das auch nur so ein bisschen vereinzelt zu hören. Aber dann kam das wirklich immer und überall. Und ich, das war so, am Anfang, ich habe das Lied echt, das war einer meiner Lieblingslieder dann. So, ich bin eigentlich nicht so wirklich der Chart-Typ oder der Pop-Typ. Aber irgendwie, das hat mir dann doch ziemlich gut gefallen. Und ich habe das wirklich oft gehört. Aber mittlerweile ist das echt so, dass ich das, wenn ich das nur höre, dann... stehen mir wieder die Haare zu Berge. Also ich weiß nicht, was da los ist. Manche, das ist, glaube ich, so ein Wettstreit als unter den Radiosendern, wer die neuesten Lieder so oft wie möglich am Stück bringt. Also das war echt absolut nervig. Und, das, was jetzt gerade läuft, ist zwar auch relativ oft gelaufen im Radio, aber ich habe es irgendwie nicht realisiert oder nicht mitbekommen. Glaube ich, keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich das jetzt noch ganz okay. So, jetzt machen wir mal erstmal eine Ruhepause. Das heißt, es geht wieder eine Nachtfahrt. Oskar hat jetzt nur 290 eingenommen. Das ist jetzt nicht wirklich der Knaller. William konnte sich schon wieder keine Ladung verschaffen. Wer sich daran erinnert, wer die letzte Folge gesehen hat, das war in der letzten Folge auch schon so, dass er sich da... Oh nee, Alter, das gibt's doch nicht. Also mit dem William, da müssen wir echt mal gucken. Weil das war letztes Mal schon so, das geht mir schon ziemlich auf die Nerven.
Jetzt gehen wir gerade mal hier ins Auftragsmenü. Auftragsangebot, Frachtmarkt, Dortmund, Amsterdam. Da wollten wir ja eigentlich nicht wieder hin. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wir wollen eher hier so in den etwas östlicheren Teil mal. Deswegen bietet sich das Leipzig gar nicht, ist gar nicht mal so schlecht. Einen Radlager, Radlader. Sonst haben wir hier noch Bremen, ne, das ist schon nicht schlecht. Ne, komm, dann nehmen wir den. Das ist nicht schlecht hier. Müssen wir allerdings jetzt wieder raus auf, zum Steinbruch fahren, aber das ist ja kein Problem. Einen Bagger haben wir in der letzten Folge auch schon transportiert. Also wir sind da nur am Baumaschinen rumkarren, aber das geht ja ganz gut mit unserem PS-Monster hier. Mit dem anderen habe ich mich ja davor gehütet, überhaupt Schwertransporte anzunehmen, weil das war ja echt ein bisschen... Ich muss ja näher ans Mikro. Ich habe jetzt extra ein bisschen leiser gestellt, weil ich in der anderen Aufnahme ziemlich übersteuert habe, was den Ton angeht. Aber jetzt ist das schon ein bisschen zu leise, glaube ich. Sonst muss ich da wieder so viel nachkorrigieren. Später beim Rendern. Und das macht mir eben so... Ich finde das Rendern von Euro Truck Simulator finde ich eigentlich richtig gut. Weil, Nee, ich muss da nicht großartig rumschneiden. Ich habe ja immer nur eine Folge, deswegen ich lege die da schön in die Zeitleiste. Muss da nicht schneiden, muss da nicht rumsuchen. Muss dann auch beim nächsten Mal schneiden, nicht rumsuchen. Wo habe ich jetzt gerade nochmal aufgehört? Und das ist eigentlich ganz cool. An der Aufnahme von Euro Truck Simulator. Deswegen nehme ich das auch so gerne auf, weil das alles so unkompliziert ist. Die Folgen dauern dann natürlich auch ein bisschen länger, aber das finde ich nicht schlecht. Ein bisschen Zeit opfern geht ja. So. Hannover? Waren wir nicht... War da nicht gerade Leipzig? Komisch, aber wir nehmen den trotzdem. Habe ich sowas falsch gemacht? Vielleicht schon. Weiß nicht. Ja gut, auf jeden Fall... Das geht auch. Hannover ist ja auch so, zumindest jetzt nicht, ist jetzt nicht im Osten, aber es geht zumindest in die Richtung Osten. Ne? Und da wollen wir ja hin. Einfach mal ein bisschen was anderes sehen. Nicht so die ganze Zeit da in den Niederlanden rumkurven. Oder so. So, jetzt haben wir das Ding am Haken. Beziehungsweise... Aufliegen. Was transportieren wir denn da eigentlich? Holz? Ich habe es gar nicht gesehen. Ne, Kies war es? Ne. Ne, Kies ist anders. Was transportieren wir denn? Können wir ja mal schauen. Spanplatten transportieren wir. Ah ja, okay. Also war ich mit Holz doch gar nicht mal so schlecht. Haben noch gut Zeit. Alles kein Problem. Und somit sofort ab auf die Autobahn. Ist jetzt natürlich kein Schwertransport und wird uns natürlich auch nicht wirklich wahnsinnig viel Kohle einbringen. Weil die Schwertransporte natürlich besser bezahlt sind, aber ich mache ein bisschen lauter. Ich glaube, der andere Sender war einfach von sich aus schon ein bisschen lauter eingestellt. So, und jetzt auf geht's in Richtung Autobahn und in Richtung Hannover, genau. Gucken wir mal, da können wir ein bisschen... Ja, bis 8.21 Uhr haben wir... wir haben da Zeit. Ja. Können wir mal zuhören. Jürgen eine Nachricht. Über Funk kam auf einmal, Kollegen, Achtung, in Fahrtrichtung Osnabrück kommt euch ein Geisterfahrer entgegen. Jürgen fasst einen Entschluss, der ihm sein Leben kosten könnte. Dann habe ich zum Funkgerät gegriffen, habe mit dem schwedischen Kollegen gesprochen. Wir hatten uns dann entschlossen, dieses Fahrzeug zu stoppen. Wir wollten den nicht vorbeilassen. Aus der Dunkelheit taucht plötzlich der Geisterfahrer auf. Die Scheinwerfer des Autos werden von Sekunde zu Sekunde immer heller und heller. Der Kraftfahrer, der zum Lebensretter wurde. Was genau geschah, hören Sie bei Unglaublich aber wahr. Geschichten aus Niedersachsen. Ja, das war jetzt einfach nur, das habe ich jetzt gerade gehört, so
Berufskraftfahrer Jürgen mit seinem weißen LKW. Und da vorne fährt ja hier so ein weißer LKW. Und da dachte ich so, naja, warum hören wir da nicht einfach mal zu? Ich hoffe, ihr habt es gehört. Ich hoffe, ihr konntet das verstehen. Und ja, also Berufskraftfahrer ist auch nicht wirklich der sicherste Job. Natürlich, Reisefahrer gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es gibt mehr als genug. Also das, da muss man nichts darüber sagen. Aber man hat jetzt stetig die Gefahr. Also man hört hier immer mal, LKW steht quer, LKW-Unfall, drei LKWs aufeinander gefahren und so weiter und so fort. Also so wirklich wahnsinnig ungefährlicher Job ist das auch nicht. Gibt es eigentlich den, perfekten Job, bei dem nichts passiert? Irgendwie heutzutage ist es doch so, dass wirklich fast jeder Job irgendwie gefahren wirkt, oder? Selbst der pupsigste Beamtenjob, beziehungsweise Bürojob, ja, da gibt's dann verdammt, Mist. Ach, Kacke. Nee, also, was ich sagen wollte ist, ach, nerv nicht, Mann. Ja, was wollte ich denn jetzt? Verdammt. Achso, ja, selbst der publikste Bürojob, wenn du da deinen Bürostuhl nicht richtig eingestellt hast und da 20 Jahre lang falsch sitzt oder sowas, dann kannst du deinen Rücken genauso vergessen, als hättest du 30 Jahre auf dem, oder 20 Jahre auf dem Bau gearbeitet. Und, also, das ist jetzt, man muss sich da schon echt Gedanken machen. Und auch der psychische Stress, also gerade so Manager, oder was gibt's denn, ja, keine Ahnung, Manager, Geschäftsführer und so weiter und so fort, die sind ja täglich mit total unter Stress manchmal und das ist auch nicht so wirklich ungefährlich, weil die Psyche ist ein Faktor, der ziemlich oft einfach nur unterschätzt wird und auch Stress, krankhafter Stress, das ist wirklich ein Faktor, der wird wirklich sehr unterschätzt und komm, ich habe jetzt echt keinen Bock, irgendwie Nachrichten zu, Werbung zu hören. Das ist mir egal, wer du bist. Esther Schweiz. Was soll denn da? Wenn das jetzt nicht allzu krass ist, können wir auch das mal hören. Ja, das hört sich relativ human an. Nee, also, was ich sagen wollte, auch psychischer Stress ist ultra gefährlich, weil da gibt es ja alle möglichen Sachen, Burnout und so weiter und so fort. Da wird ja auch viel diskutiert, auch wie man das jetzt handhaben soll. Ist jetzt Burnout wirklich eine anerkannte, ist das jetzt wirklich eine Krankheit oder ist das jetzt nur so eine Modeausrede, hey, ich habe Burnout, weil man kann das ja nicht wirklich nachweisen. Hey, also ich meine, wenn du da einen Arm gebrochen hast, da gehst du zum Doktor, der röntgen lässt und dann glaubt dir das jeder. Aber viele, wenn jetzt da jemand kommt und sagt, hey, ich kann nicht mehr arbeiten, ich habe Burnout, bla, ich bin total am Ende, ich kann nicht mehr und ja, das muss man dann erst wirklich nachweisen können, muss als Psychologen und so weiter und so fort. Und das ist ja echt nicht gerade, also es ist ein sehr, viele Leute, also es wird diskutiert, ob viele Leute sich das nicht einfach jetzt zu nutzen machen und sagen, hey Leute, ich bin total am Ende, ich brauche jetzt ein halbes Jahr, muss ich mich erstmal auskurieren. Da gibt es vielleicht wirklich einige, die sich das als Ausrede im Prinzip ja, dass sich das einfallen lassen, ach, jetzt mache ich einfach mal ein halbes Jahr Urlaub, mal ein bisschen krank, mir geht es gerade psychisch nicht so gut, und dann geht es wirklich die Leute, denen es wirklich psychisch ultra dreckig gibt, geht, und denen wird das dann nicht anerkannt oder denen glaubt man dann nicht, weil das verändert ja den Menschen nicht zwangsläufig. Also ich bin jetzt kein Psychologe und ich habe mich jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig mit dem Thema auseinandergesetzt, aber ich denke mir mal, so wenn man so wirklich psychisch unter Stress ist die ganze Zeit, das verändert ja einen erstmal nicht wirklich nach außen hin. Man ist ja nicht, man kann ja trotzdem noch ein bisschen fröhlich sein, so im Büro morgens kommen und einen Witz rauslassen oder sonst was, aber ja, man sieht das nicht so unbedingt gleich. Und das ist, glaube ich, so das Fatale und Gefährliche für die Leute, die das dann nicht zeigen und bei denen es dann irgendwann aber echt mal so weit ist, dass man wirklich überhaupt nicht mehr kann, dass dann die Gefahr besteht, dass einem nicht geglaubt wird.
Und das ist echt so ein ziemlich, ziemlich schwieriges Thema, wie ich finde. Ja? Also das ist echt schwierig. Wirklich schwierig. Mit solchen Sachen. Ja, sowieso die ganzen Sachen, die ganzen Arbeitsunfähigkeits, die ganzen Probleme, die auftauchen während eines Arbeitslebens. Der Mensch ist ja nicht dafür konzipiert, im Prinzip wirklich täglich sich so wahnsinnig unter Stress zu stellen, oder bei einem Menschen ist es so, früher hatte der Mensch unterschiedlichste Aufgaben, ja, und man hat das ja durch das Abschaffen, beziehungsweise, ja, nee, wie kann ich das sagen? Durch die, ich weiß, Neo, heißt das Neo, wie heißt denn das? Verdammt. Neolistische Revolution, war das das? Oder neoristische? Ich weiß nicht, irgendwas mit Neo und Revolution. Also da, als die Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden, jeder sich seinen eigenen, sich zu spezialisieren auf irgendetwas, da hat das ja angefangen, dass man da den ganzen Tag irgendwie, keine Ahnung, nur eine Arbeit verrichtet, ja? Das gibt es zum Beispiel in irgendwelchen Ländern, ja, beispielsweise auf dem Bau. Da wird halt viel geschleppt, viel körperlich anstrengende Arbeit, das ist der Mensch eigentlich nicht so gewohnt, und dann treten eben diese Probleme auf. Das ist mit dem Stress genauso. Der Stress ist eigentlich ein körperlicher, ja, nicht Reflex, aber es ist halt so eine körperlich angeborene Sache. Stress ist da, dass man für einen kurzen Augenblick dann leistungsfähiger wird, dass man, wenn man überfordert ist, dass man dann mehr schafft, ja, und das war dann halt, keine Ahnung, wenn der Säbelzahntiger, ich kenne mich ja auch nicht so aus, aber wenn dir der Säbelzahntiger hinterher gerannt ist, da hat dein Körper halt Stress ausgeschüttet, also Hormone ausgeschüttet, die dich dann zu wirklich Fähigkeiten gebracht haben, die du normalerweise nicht erreichst im normalen Zustand, und auf Dauer ist das aber nicht gesund. Das ist auf Dauer einfach nicht für den Körper gemacht, gesund, das ist wie mit allem. Ich kann das jetzt nicht so gut rüberbekommen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Immer diese. Naja, egal. Konzentrieren wir uns. Konzentrieren wir uns. Jetzt hätte ich hier fast die Ausfahrt genommen, die ich eigentlich gar nicht hätte nehmen sollen. Wir sind nämlich schon gleich wieder in Hannover und dann haben wir es auch schon wieder gleich erledigt. Dann gucken wir noch ganz kurz in das Manager-Interface, ja, also das, was die anderen Fahrer so machen, wie es läuft finanziell und so weiter und so fort. Da gucken wir dann mal kurz rein. Und dann, ja. Dann war es das mit einer relativ entspannten Aufnahme. Aber ein bisschen was haben wir ja jetzt noch vor uns. Wir sind ja jetzt noch nicht am Ziel. Eine Stunde haben wir ja noch zu fahren. Aber das ist ja bald. Die Musik geht eigentlich auch. Ist gerade alles relativ angenehm. Nichts Spezielles, nichts Besonderes. Ein bisschen Spaß, ne? Ja, was könnte man denn noch reden? Was könnte man denn jetzt noch... Ah, scheiße, ich bin schon wieder hier. Also es ist echt komisch mit den Ausfahrten hier. Die kenne ich so eigentlich vom realen Leben nicht. So ein bisschen... Aber ist vielleicht auch nicht schlecht, da staut sich es nicht so viel. Ja. Ich könnte einfach mal die Schnauze halten. Wie wäre es damit? Ja, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Sind jetzt dann eben auch gleich in Hannover.
angekommen. Wird wahrscheinlich dann auch der... Oh, was war das denn? Alter? Was war zu... Alter? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Alter, was war das denn jetzt? Scheiße. Wie konnte das denn jetzt passieren? Ach du meine Güte. Wie ist das denn jetzt passiert? Ich habe nichts gemacht. Ich habe leicht nach rechts gelenkt, weil wir gerade in der Kurve waren. Bin dann von der Taste auch runter, aber der hat auch weiter gelenkt. Voll in die Leitplanke geknallt. Alter. Als wäre das Heck hinten ausgebrochen. Als wäre da irgendwie... Das ist... Komisch. Was war das denn jetzt? War das ein Fehler von mir, oder? Ich habe doch gar nichts gemacht. Boah, war das jetzt verschickt? Das war jetzt... Oh, wir sind so schnell! Oh. Nein! Alter, was mache ich denn? Oh! So kurz vorm Ziel und dann fahre ich hier so eine megamäßige Scheiße. Alter, nee, komm. Fahre ich so eine Scheiße noch zusammen? Alter. Meine Güte. Ja gut, da haben wir die... Was kriegen wir für den Auftrag? Da kriegen wir gar nicht viel, ne? Das waren 7000 Euro. Abzüglich Sprit und dem Schaden, die Reparatur... Kriegen wir da vielleicht noch, keine Ahnung, 4000 raus? Oh Mann! Was war das denn jetzt, verdammt? Das gibt's doch jetzt nicht, verdammter Mist, ey. So, wir müssen sowieso jetzt hier in den Steinbruch fahren. Wir fahren ja gar nicht in die Stadt rein. Oh, jetzt müssen wir da noch runterfahren, glaube ich, aber da... Da habe ich mich so megamäßig aufgeregt. Da hatte ich nämlich einen Schwertransportauftrag als ich da meinem eigenen Spielstand gespielt habe. Und da war das mal so, dass ich da einen Auftrag da unten angenommen habe und ich bin da den Berg nicht mehr hochgekommen. Ich musste den Auftrag fast abbrechen. Und dann habe ich ewig gebraucht, bis ich da oben war. Aber das dürfte uns mit dem neuen PS-Monster ja jetzt hier nicht mehr passieren. Jetzt schauen wir mal, wo müssen wir das hinbringen? Das ist immer so ein bisschen die unübersichtliche Sache hier unten. Aber ich glaube, das kriegen wir da irgendwie hin. Da müssen wir hin. So. Okay. Und wir sind Level 5. Jawohl, ja. Schön. Kriegen jetzt einen neuen Fähigkeitspunkt. Was haben wir denn letztes Mal? Ach ja, wir wollten hier diesen ADR-Lehrgang machen. Klasse 1 haben wir nämlich schon. Das waren explosive Stoffe. Klasse 2 sind Gase. Aber das haben wir noch gar nichts gefunden auf dem Auftragsding. Aber wir nehmen jetzt auf jeden Fall hier den zweiten Lehrgang für Gase, entflammbare Gase, wie zum Beispiel Acetylen oder Wasserstoff, nicht entflammbare Gase. Dazu gehören tiefkalte Gase und Flüssigkeiten wie Stickstoff oder Neon. Ja, gut, dann nehmen wir. So, und das war's jetzt dann auch. Wir haben neue Aufrüstteile, die schauen wir uns dann noch an. Ach, Lackierung, oh schön. Jo, dann fahren wir vielleicht doch noch zur nächsten Werkstatt schnell. Das machen wir dann doch noch schnell. Neue Lackierung und so weiter und so fort, das ist ja... Hat ja dann was... Hey. Oh ja, super! Kann ich ja nicht mal hochfahren. Dann fahren wir jetzt doch noch schnell... Wollen wir doch noch ein paar Minütchen dranhängen, fahren wir noch schnell in die
Werkstatt in Hannover. Müssen den Truck sowieso noch... Nee, ich glaube, ich fahre hier falsch. Ach, Mist. Dann drehen wir da unten einfach mal. Ja, dann können wir in der Werkstatt noch kurz... Komm, machen wir hier schnell noch eine Ruhepause. Dann ist wenigstens wieder hell. Dann können wir uns wenigstens besser orientieren. Und ja. So, jetzt fahren wir wieder hoch. Oh, William hat jetzt wieder ordentlich was mitgebracht an Kohle. Das ist natürlich nicht schlecht. Da hat er seinen Fehler wieder ausgebügelt. Machen wir doch gerade hier richtig. Wir müssen dann einfach hier hoch. Hier rum. Das sieht man doch auch nicht, wenn es dunkel ist. Meine Güte. So, aber wir haben Sonntag. Ah, Oscar ist im Level aufgestiegen. Das ist gut. Kriegt einen neuen Fähigkeitspunkt. Ich weiß jetzt zwar nicht, müssen wir den jetzt vergeben? Wahrscheinlich nicht. Das macht er wahrscheinlich selber. Aber der Oscar, das ist schon ein guter. Das muss man sagen. William, da bin ich mir noch nicht so sicher. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber Oscar, der hat schon drauf. Unser Fahrer. Das ist nicht schlecht. So, jetzt sind wir hier wieder ziemlich schnell. Aber diesmal schaffen wir das. Können wir dann eigentlich auch unsere Bremsen verbessern? Weil das wäre, glaube ich, so das Nächste, was ich gerne machen würde. 5 plus 50 EP für 100 Kilometer während der freien Fahrt. Okay. Auch nicht schlecht. So, jetzt kommen die von der Bank. Die wollen natürlich hier Geld. Kreditraten in Höhe von 8000 Euro wurden abgezogen. Okay. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir gerade 45.000 auf der Tasche. Da können wir zumindest jetzt mal den LKW reparieren. Und mal schauen, was wir so mit den Aufrissteilen noch so alles hinbekommen. Müssten sie jetzt dann eigentlich auch gleich dort sein, oder? Wie lange geht denn das noch? Nee, ist schon noch ein Stückchen. Mist. Ja, Gas geben hier. Dass das nicht allzu lange wird. Ah, komm schon, gib Gas, Kollege. Mensch, überholen können wir auch nicht hier in der Kurve. Scheiße, komm schon, Mann. Oh ja, bremst doch noch. Verdammt, was soll denn das? Jetzt hätten wir Zeit. Jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Überholen, trotz durchgezogener Linie. Egal. Haben wir ja locker flockig schnell gemacht hier. Kam ja auch keiner. Zum Glück. Ja. Auch nicht schlecht hier. Sieht zwar alles ein bisschen eintönig aus, aber ist ganz schön hier auch mal rumzufahren. Nicht immer auf der Autobahn. Kommt mal noch ein bisschen was anders durch, anders vorbei. So, nach vorne sind wir dann auch gleich in Hannover. Da sind wir dann gleich. Halbe Stunde geht die Folge jetzt schon, die Aufnahme. Also machen wir jetzt nur noch kurz in der Werkstatt den Besuch und dann... Dann lassen wir das dann auch. Belassen wir es dann auch dabei. So, und weiter geht's. Und weiter geht's. Hier sind zwar nur 50, aber solange nicht geblitzt wird, ist mir das gerade relativ egal. Okay. Zum Glück jetzt nicht wahnsinnig viel los hier.
So, und da vorne ist dann auch die Werkstatt. Oh, Alter, was machst du denn? Oh, sorry, dass ich gerade so gebrüllt habe. Alter, das ist echt der Wahnsinn hier. Jetzt haben wir schon 13% Schaden an unserem LKW. So viel habe ich noch nicht geschafft in den letzten 10 Folgen. Alter, also da geht jetzt einiges für die Reparatur drauf. Das werde ich schon merken, aber irgendwie... Weiß nicht. Oh, Scania-Händler. Da wollen wir bei Scania gar nicht hin. Wir wollen nämlich nur in die Werkstatt. Alter. Ja, der hat da auch so voll in die Eisen gestanden. Da konnte ich ja gar nichts mehr machen. Reparatur 7000. Oh. Unglaublich. Ja, das Fahrerhaus hat einiges abbekommen. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben doch hier neue Aufrüstteile. Das war doch hier irgendwo. Hier war ja der neue Motor da, den wir da eingebaut haben. Interieur. War denn das? Mit dem neuen Zubehörteilen. Ach, hier. Was haben wir da? Seitenverkleidung. Naja, das finde ich jetzt nicht so. Ja, komm, nehmen wir doch. Oh, das Lied ist gerade cool. Das Lied ist gerade echt geil. Ne, das muss jetzt nicht sein. Ah, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Den finde ich nicht schlecht. Oh, das ist cool. Können wir hier unten auch noch was dran bringen? Ah, Lichtchen. Lichtchen, Lichtchen, Lichtchen. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Was ist das denn dann später? Ja, ist das jetzt dran? Ich sehe das gerade gar nicht. Ja, ist dran. Aber nur an der Seite. Oder auch hier. Also ganz übertrieben will ich das auch nicht. Das soll ja nicht aussehen wie ein Weihnachtsbaum. Aber so ist das nicht schlecht. Hier haben wir, was haben wir da noch? Da gibt es neue Räder. Aber die finde ich jetzt nicht so unbedingt wahnsinnig viel besser. So, was haben wir denn noch hier? Sonst nichts, oder? Nee, sonst war es das. Nee, dann lassen wir das auch mal so. Was haben wir da noch? Gibt's hier noch was Neues? Nein, gibt nichts Neues. Okay, dann würde ich mal sagen, nehmen wir das mal hier. Und dann haben wir hier noch, weil irgendwie hat man doch, was war hier? Oh, das ist cool. Ach so, halt. Dann können wir hier selber mischen, oder wie? Ne, können wir nicht. Wenn ich das zum Beispiel schwarz mache und hier weiß. Das sieht cool aus. Das sieht echt geil aus. Aber kostet 10.000. Ah, das hat echt was. Das ist doch geil. Oh, das ist schon übertrieben. Aber dann müssen wir vielleicht nicht gerade schwarz nehmen. Können wir doch auch irgendwie... Warte mal, was hatten wir vorher? Das hier, Bronze Autumn. Oh, das finde ich schon cool. Ich finde das eigentlich mit Weiß-Blau, das ist eigentlich schon fast perfekt. Schwarz-Weiß sieht ein bisschen doof aus. Ich weiß nicht, was weiß. Na, mal so, oder nee? Was machen wir denn da jetzt, verdammt? Ne, komm, wir lassen das jetzt erstmal. Wir lassen das normale. Und gucken wir uns das nächste Mal dann an, weil wir beenden jetzt die Aufnahme hier. Und ja, ich danke, dass ihr zugeschaut habt. War alles ganz cool mal wieder. Ihr wisst ja, wenn ihr wieder mehr sehen wollt, einfach abonnieren. Und ich halte mich jetzt raus. Tschüss!